Die Community da draußen, es hat ja schon der ein oder andere mit mir trainiert. Zwischendrin brauche ich ein bisschen Luft, rede ein bisschen mehr, gebe euch die Übungserklärungen und ja, würde einfach mal sagen, es gibt noch ein explizites mega, mega, mega Highlight. Und zwar diesen Samstag gehen wir live um 10.30 Uhr, ja, live diesen Samstag 10.30 Uhr mit mir, mit einer Body Styling Extreme. Im regulären Kursangebot sind immer ganz viele super, super Kursangebote im Workout-Bereich mit tollen Kollegen um 10.30 Uhr und deswegen habe ich gesagt, das ist genau meine Uhrzeit, wo ich mit euch diese Woche am Samstag live gehe. Und dann habe ich noch ein Highlight, aber das sage ich am Ende, weil sonst texte ich euch zu viel zu und ihr wollt ja jetzt trainieren. Also bereit machen, die Musik kommt, aufwärmen und dann rein in euer Workout. Workout Explosion 60, ab Entdehnung. Wie immer stehst du erstmal aufgerichtet mit mir, ganz stolz, Füße einfach gut bequem auf dem Boden, gerne ein bisschen breiter. Lockerst nochmal die Schultern, lockerst nochmal die Arme, schenkst mir ein Lächeln, ja. Tiefes Schnaufen und wir starten gemeinsam mit Schulterkreisen nach hinten. Ready, come on, go, auf und auf. Versuch bewusst, Bein, deine Schulter nach hinten zu ziehen. Ja, schön tief atmen, durch die Nase ein, durch den Mund ausschnaufen. Geh mit mir ein bisschen schneller. Boah, versuch dich stolz zu machen. Vielleicht warst du den ganzen Tag heute im Büro oder am Laptop gesessen, so wie ich. Dann jetzt raus, rein in die Sporthose und los geht's. Gib mir einmal den Katzenbuckel. Gib mir den Rücken rund und lang. Versuch mal deinen Fokus nach hinten auf die Lendenwirbelsäule zu bringen. Rund machen, Popo rausschieben. So, und dann rollen wir uns langsam auf und gib mir die sogenannten Hip Touches. Du drehst dich einmal mit mir von rechts nach links. Na, versuch mal bewusst hier dich zu drehen. Schau zu deinem Nachbarn, schau mal die Sonne, je nachdem, wo du gerade tust. Gib mir deine Arme in eine große Streckung nach oben. Ah, die Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule dreht sich mit. Nina, turnst du schon fleißig, warm zappeln mit mir? Streck deine Beine noch ein bisschen mehr. Mach dich noch ein bisschen größer. Community, auf geht's. Oma, warm zappeln. Powered by Sue, powered by Body and Soul. Ferse zum Po. Und während du Ferse zum Po ziehst, versuchst du schon mal ein bisschen tief und hoch mit mir zu gehen. Hopp, 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 little hop, cha, 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 cha. Versuch dich weit nach oben zu ziehen. Aha, Nina, Olli, Olli das erste Mal mit mir wieder live, ohne dass ich dich sehe. Aber selbst, das geht wunderbar. Nicole, ich habe immer für ein Lächeln für euch Zeit. Ihr Lieben, bremse rein, einatmen, ausatmen. Marion, ich sehe, dass du auch da bist. Oh yes, komm mal noch zweimal weit nach oben, Rücken rund. Öffnen und tief. Einmal noch gemeinsam, ihr Lieben. Rücken rund machen. Öffnen, tief. Beine ausschütteln. Körper ist warm gezappelt. Jetzt geht's in das erste Workout. Denk dran. Zwei Runden. Immer eine stehende Übung und eine Übung am Boden. Schau zu mir. Ich zeige dir als erstes die stehende Übung. Mein lovely favorite, breite Kniebeuge, leichte Fußspitzen nach außen drehen. Und wenn ihr tief geht, hätte ich heute ganz gern put your hands up in the air, weit nach oben schieben. Ja? Tief in den Po, Arme hoch. Übung 2, geh auf den Boden,
Stütze deine Hände fest und geh mit den Füßen eventuell an deine Matte. Ich nenne es Out, Out, In, In. Das ist die sogenannte Bank Position. Ja? Bei der Übung 45 Sekunden. Du kannst dein Tempo variieren und du bleibst im Musikbeat. Ja? Bereit? Okay, meine Lieben. Vorbereiten. Deine ersten 45 Sekunden. Breite Kniebeuge. Tief hoch. Denk dran, schieb deine Fingerspitzen weit mit mir nach oben. Dein Rumpf aufgerichtet. Und der Po fährt auf Zug. Runter und rauf. Jemina, ich sehe dich. Und ich hoffe, der kleine Bur, der schläft, während du mit mir vielleicht sogar live bist. Ja? So, ihr Lieben, das waren erst 30 Sekunden. Also, müssen wir nochmal gemeinsam. Hoch. Jedes Mal, wenn du hochkommst, spann den Po fest an. Marion, noch ein bisschen fester den Po anspannen. Ich sehe alles. Ihr Lieben, Beine auch schön. Ab auf den Boden. Durchatmen. Körper in eine Linie bringen. Hände unter die Schulter circa. Die Füße. Out, out, in, in. Und wenn du sagst, oh yeah, ich mach das ein bisschen schneller. Dann mach das ein bisschen schneller. Versuche, den ganzen Körper in einer festen Spannung zu halten. Drück dich von deinen Händen weg. Es sind 45 Sekunden. Komm, schieb dich hoch. Spann deinen Rumpf. Jetzt merkst du, der Körper wird ein bisschen, er will nicht mehr, aber jetzt gib ihm noch 15 Sekunden. In der Plank. Push-up, rolling. Und die Füße aus, aus, in, in. Ja? Immer schön gleichmäßig. Hier bei mir bleiben. Komm hoch. Schüttel deine Beine aus. So. Erstes stehendes Workout. Erstes Grund-Workout. Nummer zwei. Ready, Team? Geh mit mir tief. Hoch. Und wie sagt Susan so schön, ass to the crest, tief, hoch. Und meine Grasnarbe ist tief unten. Come on, come on. 16, 15. Knie leicht nach außen, ja? Leichte Öffnung, Innenseite und Po anspannen, besonders wenn du hochkommst. Come on. 8, 7. 6. Und die Atmung lässt du schön fließen, egal wenn du gerade mit mir trainierst. 2 noch. Breathe. Wieder durchschütteln, bisschen zu Puste kommen. Ihr gebt euer Level, ihr gebt eure Variante. Down. So, ihr Lieben, ich gehe mal ein bisschen seitlich. Raus. Ich bleibe. Mit euch in eurem ersten Up and Down Part. Zur Überraschung, 29 Sekunden noch. Körperspannung fest. Lass deine Füße wandern. Out, out, in, in. Schön, gleichmäßig. Seid dabei für 13 Sekunden. Atmen. So, jetzt deine letzten 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, break. Beine ausschütteln. Was trinken? Schweiß abwischen. Das ist die sogenannte große aktive Pause. Diese Pause nutze ich euch, ich für euch, um das nächste Workout, die nächste Kombi zu zeigen. Wichtig, alle arbeiten mit dem rechten Bein. Rechts, meine Trainer, ich nehme jetzt rechts, ja, unsere Trainerkollegen. Rechtes Bein nach vorn, rechtes Bein zurück. Die hintere Ferse, immer in der Luft, wenn du hinten bist und wenn du vorn bist, fest am Boden.
wenn du dich öffnest, streckst du deine Arme weit mit mir nach oben. Ja? Richtig? Alles nur rechts. Ja? Vorbereiten. Ich wäre schon wieder zu weit. 4, 3, 2, los geht's. Und ich gehe jetzt mal mit euch eine Variante, dass ich ein bisschen schneller arbeite, wie im Ziel. Hoppala. Körpermitte fest. Wir bleiben in unseren 45 Sekunden. Ja, schön die hintere Ferse hoch. Dein Blick stabil. Nach vorn ausgerichtet. Bleib dabei. Stimme nach rechts. Rechtes Bein geht dynamisch vor und zurück. Deine letzten 10 Sekunden ab jetzt. 10. Immer noch das rechte Bein vor und zurück. Körperachse aufrecht und Blick horizontal nach vorn ausgerichtet. Alle vorbereiten. Häuschen 1. Ab nach unten. Taille der Rumpf. So, meine Community, alle noch da draußen, turnt ihr mit mir fleißig, hoch mit euch. Es geht tief, tief, hoch. Und tief, tief, hoch. Und tief, tief. Die Körperachse hält. Der obere Arm rollt ein. Sing and join. Ja. Ab, tief, hoch. Innerhalb dieser 45 Sekunden gebe ich dir noch ein bisschen anderen Inhalt. Geh wieder langsam. Tief und hoch. Oh, spann dich. Schieb dich weit nach oben. Zweimal mehr. Komm, Community. Auf geht's. Break rein. Erste Runde. Wir machen weiter mit dem rechten Bein. Wichtig. Rechtes Bein arbeitet weiter. Ihr seid dran. Anja. Danke. Ready. Rechtes Bein. Vor und rück. Und ich weiß ja, der eine da draußen oder die andere will vielleicht ein bisschen mehr. Dann intensiviert, wie auch eure Vorstellung ist. 30 Sekunden nochmal vor und rück. Ich arbeite mal ein bisschen diagonal. Vor, rück, vor, rück. Körpermitte schön festmachen. Blick horizontal. Es ist immer noch dein rechter Po-Muskel, dein rechter sexy Schenkel. Come on, Team. Weiter, 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 weiter. Break. Rechte Taille. Nicht mogeln. Ich finde alles raus. Und wenn es ist, wenn wir gemeinsam trainieren. Ich sehe euch immer unter Beobachtung. Geh mit mir tief und hoch. Der Arm, der nach oben geht, geht in der Länge über die Schulter raus. Gell? Dass er nach oben zur Decke zeigt. Ihr Lieben, Tempo Time. Tief, hoch. Sei stolz und atme. Na, roll dich nach innen ein und schieb dich nach oben hoch. Ihr kriegt gleich wieder den Break im sogenannten halben Tempo. Come on. Down. And up. So, jetzt sind es genau noch diese 3 Wiederholungen. Mach es schwer. Schieb nochmal die Hüfte ein bisschen weiter nach oben. Eine. Und dann für dich, für mich, Trinkpause, ihr Lieben. Beine ausschütteln. Wenn ihr meint, ah, okay, ich weiß, was die Sue jetzt macht. Alles links. Nee, noch nicht. Wir machen noch den Kombi dazwischen. Brauch mal kurz was zu trinken. Aha. Ja, das sagen sie doch alle wieder. Ich bin natürlich informiert über mein Handy, wer da draußen gerade mit mir tut. Ihr Lieben, Prost! Und ich freue mich, im Nachgang eure Bilder, Videos zu kriegen, was ihr da alles schön geturnt habt.
Okay, ihr Lieben, weiter geht's. Kniebeugen Standard. Guckt zu mir. Es geht tief. Wartet kurz. Macht die Übung kurz vor. Ja? So, Standard Kniebeuge. Parallel. Plank Position mit Plank Jump. Festmachen. Es geht. Hopp, hopp, hopp. Das ist mein zweites Down Workout. Ihr seht schon, Beine und Plank heute in Kombination. Team, ready, Knie beugen. Tief, hoch. Und auch da die Devise, ass to the crest. Fußspitze leicht nach außen. Deine Daumen weit nach außen wegschieben. Gib mir noch 16. Geh tief und hoch. Versuch mal das Gefühl zu haben, dass du dich wirklich aktiv auf dem Boden näherst und dann wieder wegschiebst. Nimm nochmal 8 Wiederholungen. 8, 7, 6. Und ich hoffe, ihr habt anderen Freunden von dieser tollen Variante erzählt, die Body and Soul euch zur Verfügung stellt. Bremse rein. Lenk check. Ihr könnt euch freuen, keine Liegestütze heute dabei. Aber dafür die Plank-Variante. Nicole, wo ist Silvio? Ja, 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 ja. Hüpp, 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 hüpp. Auf, geht. Und wenn du das sagst, nö, die Susi auf der Rücken ist irgendwie zu anstrengend, kannst du auch einmal nur halten. Oder ein Bein, anderes Bein. Ja? Oder wenn du sagst, okay, ich will ein bisschen Gas geben, dann nutze dein Workout. Make your move. 10 seconds. 10. 9. Hey, come on, come on, come on, community. More, more, more. Big up. Falls du da bist, wir schwitzen. Okay. Bremse rein. Ach, Atempause. So. Ich hoffe, ihr seid schon wieder zu weit. Zweite Runde, 16 Standard-Kniebeugen. Okay, ihr Lieben, auf geht's. Tief, hoch. Und setz dich noch ein bisschen tiefer. Richte deinen Blick nach vorn oben in deinen Trainingsraum. 16 Stück, go, tief, hoch, tief, hoch. Versuch deine Beine zu straffen, dein Gesäß zu trainieren. Und ja, der Körper braucht ein bisschen, um sich dran zu gewöhnen. Aber das ist egal. 8 Wiederholungen, deine letzten 8, deine 7. Und jetzt hätte ich ganz gern, dass ihr die letzten Millimeter nach unten rausholt. Ein Viertel Millimeter tiefer und noch ein bisschen mehr nach oben schieben. Bremse rein, ihr Lieben. Der Plank Check. Kirsten, heute mal ohne Langhantel, ja? Aber dafür Athletic Moves mit mir. Wir zwei, stay together. Plenty, plenty Checkies. Drück dich fest aus deinen Fingern raus. Spann den Körper in eine feste Achse. Und ich mache dir die Variante, wenn du sagst, du brauchst ein little bit. Ruhe, du möchtest aber bei mir sein. Dann mach den Side-Tap aus deiner Alternative. Gib mir noch deine 10 Sekunden. 10, 9. Und ihr wisst, ich zähle ja manchmal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Da sind es schon nur noch 4. 3, noch 2. Hallöchen, trinken. Olli, mit der Auerhand immer Alternativen finden. Na, du trainierst lang genug bei mir, dass du weißt, was wir machen. So, jetzt alles links. Emina auch da? Oder schläfst du schon mit dem Chlorenwurschteln? Oder vielleicht kochen? So, ihr Lieben, linkes Bein wird jetzt im Fokus sein. Ja? Gleichen Exercises, der Seitstück links mit der Varianz.
drei Schritte. Effizienz ist bei mir das, was möglich ist. Hinteres Knie, vielleicht einen Touch zum Boden. Ja? Und Oberkörper aufgerichtet. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt ein bisschen hüpfen, dann ist das dein Level. Right. Linke Seite, Seitstütze. Ihr Lieben, ihr seht, ich schwitze. Ich sehe diesmal nicht, wie ihr schwitzt. Ich hoffe, ihr tut dies auch. Beine lang, Arme hoch, linke Seite hält. Hoch, spreize deine Finger. Roll die Faust ein, spreize deine Finger. Atme gleich ein bisschen tief. Gib mir Single Tempo. Tief. 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 Roll dich ein, schieb dich hoch. Viermal mehr noch. Dreimal mehr noch. Achtung, wieder die Bremse ziehen. Halbes Tempo. Tief. Und hoch. Tief. Schieb dich weit nach oben. Atme ein. Mach dich groß. Break. Erste Runde. Der erste Durchgang von dieser Kombination. Montje ist mir wahr. Aufstehen. Beine lockern. Vorbereiten. Linker Fuß. Ready Team. Go. Oh oh. Ich sehe Michaela. Namaste, Michaela. Ja? Deine Workouts. Und danach mit mir ins Yoga-Training zu gehen. Gemeinsam. Mach ich dann mit dir. Ihr Lieben, noch 10 Sekunden. 10. 9. 8. Deine letzten 5 Wiederholungen ab jetzt. 5. 3. 2. Break. Atempausen. Ich glaube, ihr braucht gar nicht so lange Atempausen. Aber ist ja mein Workout. Ich brauche die Atempausen. Ab auf den Boden. Links. Tief. Hoch. Hoppala. Körpermitte schön fest. Dann fällt man auch nicht um. Nicht man, sondern ihr. Oben. So, Single Time. Ready. Tief. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Bleib in einer langen Körperachse. Wenn du sagst, oh nö, ich liebe lieber mein unteres Bein ab, ist das deine Alternative? Langsam. Standardtempo. Gib mir jetzt genau noch 3 Wiederholungen. Einatmen. Mach dich groß. Pause. Beim Fußball oder bei anderen Mannschaftsspielen würde jetzt die Mannschaft in die Kabine gehen und eine lange Pause machen. Wir haben jetzt Halbzeit. Aber ihr geht nicht in die Kabine. Ihr könnt höchstens was trinken. Ich kann mal checken, wer hier alles bei mir ist. Ja, läuft. Alle fleißig. Nina, los. Body and Soul. Community, erzählt es euren Freunden. Die Videos sind auch alle noch im Nachgang online verfügbar. YouTube, Facebook, Instagram, auf unserer Body and Soul Homepage. Ihr Lieben, bereit für die zweite Runde? Zweite Runde heißt aber neue Übungskombination, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig. So, ich arbeite mit euch mit den Beinen weiter. Ich bleibe auf rechts. Rechts, hoch. Rechts, hoch. Ja? Lustig, nur rechts. Und dann die Planke dazu. Schau mal ganz kurz. Drehst deine Füße mit einer stolzen Körperachse von rechts nach links. Ja? Rechts und links. Das ist die Variante, die wir gleich brauchen. Nur das rechte Bein. Vorbereiten. Der Tropf, der Schweiß. Geh mal kurz nach unten.
Maske. Rechts, meine Trainerkollegen, ich bleibe rechts. Ich arbeite nicht spiegelverkehrt. Ich arbeite mit euch. Rechts Bein. Meine Arme bringe ich gespannt nach vorn. Und es arbeitet nur das rechte Bein. Geht was tiefer. Fokus. Up in down Workout. Workout Explosion. Und Legs and Leg im Hauptfokus. Acht. Sieben. Stolze Körperachse. Tiefer Popo. Schieb raus für vier. Drei. Zwei. Break. Ab nach unten. Ich komme seitlich. Okay, ich mache eine Runde seitlich. Ellenbogenzeiger und das Schultergelenk. Lange Beine. Und jetzt dreh mal ruhig deine Hüfte mit mir. Ganz klein wenig. Dein Körper bleibt schön stabil. Im Oberkörperbereich. Lendenwirbelsäule. Füße. Kniegelenk. Dreh. Wenn du sagst, oh, ich brauche zwischendrin eine Holding oder eine Holding. Mach das. Bringe deine Kraft, dein Workout für heute Nachmittag mit mir zusammen. Gib mir nochmal deinen letzten Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Kopf ist stark, leicht nach vorne rausgeschoben. Vier. Drei. Bremse. Oh. Ich sag euch, ist es anspruchsvoll. Der eine oder andere hat jetzt seine Mittagspause schon beendet, kann keine 60 Minuten mit uns trainieren, kann es heute Abend nachholen. Rechtes Bein, tief, hoch, tief, hoch. Niki, du hast Glück, ich weiß, du musst weiterarbeiten. Du darfst heute Abend die zweite Hälfte mittrainieren. Come on, come on, deine 16, rechtes Bein. Öffne dein Brustbein. Geh tief, geh hoch. Atme gleichmäßig. Komm. So, jetzt gib mir eine kurze Pause. Und du holst dir jetzt deine letzten 8 fürs rechte Bein. Workout Explosion 60. Kombination stehende Workouts und Bodenworkouts. Heute Fokus, Legs Po und Leg. Break. Ab auf die Matte. Oder auf den Teppich, was auch immer du dir als Unterlage gewählt hast. Mach dich bereit. Ich guck mal, ob ich so zu euch komme. Zack. Und jetzt dreh deine Füße. Ganz leicht. Deine Körperachse spannt sich. Dein Kopf wird stark gehalten. Dein Rumpf. Volle Spannung. Hört sich immer total einfach an. 45 Sekunden. Aber du hast eine gewisse Körpergröße, eine gewisse Körpermasse und eine Athletik dazu, die du auch brauchst. Und ja, es ist anstrengend. Aber welches Workout ist es nicht? No pain, no gain. Also weiter die letzten 4. Und dann gibt es auch schon wieder die Trinkpause. Und break. Gut, Beine ausschütteln. Puste. So, mein heimlicher Blick zu meinem Spickzettel. Mein persönlicher Liebling. Alles, was fürs linke Bein, ja, linkes Bein. Linkes Bein und Knie ab. Oder linkes Bein and tap. Wichtig, ja? Linkes Bein geht nach hinten. Hinlegen. Linke Seite, legen links, Beine lang und Klappmesser. Side Check Knife. Oder alternativ Beine ein bisschen kürzer. Ich gebe euch viele Varianten und ihr entscheidet, was möglich ist. Ab nach oben. Runde 6. Ready, linkes Bein. Tief, hoch. So, ich halbiere mal so ein bisschen die 45 Sekunden
Das linke Bein arbeitet jetzt dynamisch. Ich verrate euch noch nicht, was jetzt mit dem rechten Bein passiert, weil das werdet ihr selber merken. Überraschung! Das waren 30 Sekunden. Alternativ Cross Tap. Körper bleibt aufgerichtet. Tief hoch. Viermal mehr noch. Dreimal mehr noch. Zweimal mehr noch. Good job, Team. Ab nach unten. Auf die linke Seite legen. 45 Sekunden. Seit. Check nein. Knapp besser. Es geht. Hoch. Hoch. Ab. Ab. Hoch. Ich gebe euch mal in den Durchgang die langen Beine. Alternativ, Singleton, one, two. So, jetzt wäre auch möglich, dass du die Beine gebeugt ziehst, weil du schneller arbeitest. Körperspannung, halbes Tempo, bremst rein, drei Wiederholungen. Ich glaube, heute bin ich ganz schön fertig nach dem Workout. Heißt aber auch Workout Explosion 60. Ab in die Arme. Nach oben mit euch. So. Welcher Fuß ist dran? Normalerweise kriege ich jetzt die Antwort links. Ja. Oder auch nicht. Aber ihr seid ja mit Turnen beschäftigt. Linkes Bein. Cross. Up. Cross. Up. Wenn du es mal wieder seitlich sehen möchtest, hintere Ferse hoch, Knie hoch, links stolz, starker Körper, tief, hoch. Und versuch jetzt, das ist immerhin ja schon der sechste Durchgang. Yes, dann hast du nur noch 7 und 8. Ups, ich hab's verraten. Hoch, tap, cross, tap, tief, hoch. Deine Arme variabel. Bleib bei mir. Komm, zieh, 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 zieh. Noch 4, 3, Pause. Umso schneller du am Boden bist, umso länger hast du Pause. Also, Johanna schwitzt. Oh, ich auch. Team, Klappmesser. Geh hoch, hoch, ab. Hoch. Und tief. Das ist Workout für die Ewigkeit. Du kannst es Tag und Nacht trainieren. Ready, Team, go. Sing it. Personal. Ein super Lied, ein Klassiker. Wenn ich jetzt aber mitsing, dann weiß ich, da gibt es da draußen ein paar, die sich die Ohren zuhalten. Also ohne Gesang. Übrigens, ihr wart schon wieder im halben Tempo, gell? Nicht, dass ihr das aus Versehen vergessen habt. Zwei noch. Eine noch. Pause. Und das System habt ihr vielleicht eben schon erkannt. Ich trinke schon mal was. Aha. Okay. Community turnt. Alles wunderbar läuft. Echt lobenswert, dass ihr bei dem schönen Wetter, also wir in München haben schönes Wetter, mit mir touren, anstatt draußen spazieren zu gehen. Könnt ihr ja nachholen. So, weiter geht's. Erinnere dich nochmal. Linkes Bein raus und rein. In Kombination mit der letzten Plank. Schau mal. Geht tief hoch. Tief hoch. Alternativ die Beine wechselseitig. Und das ist ein Gruß für Tina. Du möchtest ja ganz viele Plank Positions machen, deswegen habe ich die für dich eingebaut. So, linke Seite vorbereiten. Nummer 7. Beide Beine müssen aus dem Bogen trainiert werden. Ready, auf geht's. Es geht tief hoch. Tief und hoch.
Immer wieder schön gleich. Rauf, runter, rauf, runter, rauf. Vielleicht könnt ihr auch nicht die ganze Zeit tippen und turnen. Das verstehe ich natürlich. Geht mir ja ähnlich. Ja? Was ich nach unserer Live-Session mache, ist, ich gucke mir eure ganzen Kommentare an und bin dann danach für euch verfügbar. Acht, dein linkes Bein zur Seite, dein Po geht tief und dein Oberkörper richtet sich ab. Vier noch, drei noch und wir treffen uns wieder gemeinsam unten. Auf geht's, come on, come on. Durchschnaufen, wir holen Schwung zum Finale. Jetzt wird geburnt. Ab nach unten, lange Füße, Plank. Ready, Team, go. Down, up, down, up. Double knee taps. Drück dich raus aus deinem Ellenbogen, der circa unter der Schulter ist. Bleib dabei. Tief, stretch, tief. Spann den Bauch fest an. Ein Blick leicht nach vorn ausgerichtet. Dadurch kann dein Kopf stark sein. Acht noch. Acht. Zieh durch. Sieben. Spann den Rumpf an. Alles Körpermuskulatur, was zum Boden zieht oder zeigt. Anspannen. Bremse rein. Bin schon wieder oben. Ja, was dauert denn das so lang? Komm, 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 komm hoch. Beine aus, schön durchatmen. Ich bin schon wieder so weit. Zweite Runde, linkes Füßchen. Top, die Welle gilt. Links, raus. Side squat, links. Tief, hoch. Na, die Arme machen wir einfach kurz. Und wenn du selber sagst zu Hause, Mensch, cooles Workout, aber ich möchte gern mal die Wasserflaschen mit einsetzen. Oder eine Wasserkiste, eine Bierkiste. Sei gespannt. Auch das Handtuch ist ein wunderschönes Trainingspotenzial. Auch das wird kommen. Acht noch. Ihr könnt zuhören und turnen gleichzeitig. Ich kann ja auch turnen und leben. Ja? Eine Hand wäscht die andere. Stay together. Bleibt gesund. In zwei, drei, Pause. Nach unten. Ich glaube, ich gehe dann heute mal eine Runde spazieren. Jogging-Einheit wird gestrichen. Gut, ich komme wieder zu euch. Oder 45 Grad ist auch super. Stretch. Na, meine Körperachse spannt sich. Ich drücke mich raus. Körpermitte komplett. Schieben, tap. Schieben, tap. Braucht jemand schwerer? Also ich nicht. Mach doch mal den Arm ein bisschen breiter. Umso enger, umso leichter, umso weiter nach außen, umso schwerer. Finde dein Level und trainiere es so, dass es für dich eine Fitness-Explosion wird. Acht, sieben, sechs, fünf. Gib mir deine letzten vier. Deine letzten drei, zwei. Bremse rein. Eieieiei. Community. Ja, ich würde sagen, der ein oder andere hat mal ein kurzes, längeres Päuschen eingelegt. Nichtsdestotrotz, ich weiß, wo ihr wohnt. Ich komme heute Abend zur zweiten Session vorbei. Finale für das Training im Modul Up and Down. Welches Bein muss nach wo? Ja, ja. Olli, ich hoffe, du bist noch dabei. Nicole noch dabei. Unsere Cross-Back Knee-Lift, Alternativ-Tap. Auf die rechte Seite legen. Und unsere Side-Check-Knife mit unseren verschiedenen Rhythmen. Ja? So, ich mache mich auf den Weg. Braucht ihr mich zum Mitturnen oder schafft es ohne mich? Nein, Susan, wir wollen, dass du auch trainierst. Habt ihr Glück, dass ich euch nicht sehe. Gut, aber ich sehe euch virtuell. Auf geht's. Cross, knee, right side. Go. Tief,
hoch. Dieses Bein, was vorn ist, ist das Stabilisationsbein, was dich festmacht. Von da aus drück hoch. Geh tief hoch. Tief hoch. Alternativ kannst du einen kleinen Tipp machen. Wenn du sagst, nee, ich kann ja gar nicht mit dem Knie ganz so tief gehen, mach deinen Radius. Das Motto heißt schmerzfrei trainieren. Stay fit and healthy. Gib mir noch 4 und ich freue mich auf das Klappmesser. Sexy Taille. Break. Auf welche Seite? Ah, rechts. Ich habe mir, ihr seht es Gott sei Dank, einen ganz großen Zettel hingeschrieben. Oh, mein Schuhbett ist auf. Naja, nicht so schlimm. Ready, ihr Lieben. Halbes Tempo, ab. Zieh dich weit hoch. Möchtest du mehr, dann berühre mit der Hand deinen Knöchel. Ankle Touches. Mach dich klein, 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 klein. Fortgeschritten, bleib groß. Oh. Bremse rein, halbes Tempo. Mach kurz mein Schuhbandel zu. Oh, da ist sie. Ah, Nicole, ich sehe dich. Mitturnen. Break. Jetzt. Wir treffen uns um. Up and down. Dein rechtes Bein führt. Original rechts. Na? Ausnahmsweise nicht spiegelverkehrt. So, ihr Lieben. Cross back. Cross. Knee, cross, knee. Ganz am Ende habe ich noch ein Schmankerl, ein Leckerli dabei. Das wird noch nicht verraten. Ich schone mich nur schon mal. Und ihr seid immer noch gut dabei, weil ihr habt jetzt genau noch 20 Sekunden. So, das sind deine letzten Crossbacks. Rechtes Bein führt. Right knee. Rüpa. Stay. Popo, Beine, Po. Popo, Beine, Po. Auch schön. Bauch, Beine, Po. Break. Leg die nieder. Für meine Community da draußen. Grüße nach Thessaloniki. In die Schweiz. Da kommt meine Nachricht her. Auf geht's. Ja, so wie Leni, wenn du wieder mit mir turnst. Ab. So, jetzt gib mir. Tempo. Lang oder kurz. Ich ziehe jetzt mit euch nochmal durch. Come on, Community. Zieh hoch. Geh tief. Hoch. Geh tief. Hau die Bremse rein, halbes Tempo, hoch, tief, hoch, und tief, hoch. Johanna, spinnst du immer noch? Frag mal mich, ich muss danach erstmal gucken. Pause, ihr Lieben, große Trinkpause. Das Leckerli, was ich jetzt dabei habe, ich werfe meine Matte schon mal weg. Ich trainiere diese Übung lieber auf dem Boden, deswegen einmal hier mein Filmstuhl beiseite. So, jetzt gibt es ein Rätsel. Nichts Glücksrad. Nämlich Maren Gelser für die fortgeschrittene Alte, die kennen diese Gamme noch. Diese Übung, das Leckerli, das Schmankerl, fängt mit einem B an. B wie Bertha, wie Blond. Und hört mit S wie Super Sue auf. Okay, ein bisschen Beweihräuchung. Und spätestens jetzt wissen draußen alle, was ist wohl das Schmankerl zum Abschluss? Leckerlis. Burpees. Habe ich mit euch noch nicht trainiert, die habe ich mir extra für heute aufgehoben. Und guckt mal, welche Zahl ich euch zeige. Olli, du musst bitte eine Alternative finden, aber du kennst genügend. Und die 2 bedeutet nicht Peace oder 2 Wiederholungen. Nee, 2 Minuten. So,
Alternativen kurz. Wer kann, strecken, Bauchlage, Jumps und wieder hoch. Ja, jeder macht seine Burpees. Wer sagt, nee, der darf gern zurücksteigen und sich aufrichten. Beverly Hills Cup, das wird unser Lied sein. 2 Minuten lang. So, jetzt bleib bei mir. Bereite dich vor. Füße nach vorn und nochmal die Arme.
Namaste. An der Stelle grüße ich nochmal Michaela, die mit mir live geturnt hat. Und nach oben aufgerichtet. Genauso wichtig, wie es am Anfang ein Warm-up für die Produktion von Gelenkschmiere ist. Körperkerntemperatur steigern. Bringen wir sie am Ende wieder in die Base zurück. Schieb den Fuß weit nach vorn. Bring die Arme, die Hände fest gegeneinander. Und schenk mir dein Lächeln. Geh tief. Und richte dich langsam auf. Super, ihr Lieben. Weil wir ja heute noch nicht so viele Kniebeugen hatten, nehmen wir jetzt eine mega Mausi-Kniebeuge. Ganz klein. Und jetzt schieb mir deinen Arm über die Taille. Und schau mal, leicht nach oben zum Himmel. Öffne dein Brustbein. Lass dir Zeit. Und wechsle deine Seiten mit mir gleichmäßig. Von einer Seite zur anderen Seite. Sehr gut. Und jetzt roll dich nochmal ein. Arch und Curl im Wechsel. Erst der Curl und dann der Arch. Lass den Kopf ziehen. Richte dich auf. Mach den Rücken rund. Wenn du jetzt oben angekommen bist, nimm nochmal eine Standardbreiteposition. Hände fest nach unten und immer deinen Kopf auf eine Seite und auf die andere Seite. Atmung fließen lassen. Schön gleichmäßig. Und nimm noch einmal pro Seite rechts und links. Und dann sage ich an der Stelle schon mal, großes, großes Dankeschön, ihr wart mega spitze, immer wieder live dabei sein. Gebt uns Input, was ihr euch wünscht. Eure Lieblingsübung hat noch niemand gesendet. Ihr traut euch wohl nicht, dürft ihr gern machen. marketing@bodyandsoul.de. Und ich habe euch am Anfang gesagt, es gibt noch ein Leckerli. Nicht, dass wir nur Übungsvideos für die Erwachsenen drehen, sondern nächste Woche Dienstag, 11 Uhr, live hier. Unser Youngstars Yoga, zur Überraschung nicht mit mir, aber mit meiner wunderbaren Kollegin, mit der Cynthia.